Hallihallo und herzlich willkommen, liebe HiFi-Freunde. Heute mal ein bisschen was anderes am Start. Seit langem mal wieder ein Beamer. Es wird in der nächsten Zeit noch ein paar andere Beamer geben, aber mit dem hier starten wir. Ich war so bei AliExpress ein bisschen am Rumsurfen und bin dann gestolpert hier über ein richtig tolles Produkt. Android Projektor 4K 800 Ansi-Lumen Wi-Fi 6. Auto Keystone, bliblablub, Dolby Digital Projektor und. Das Ganze hat mich natürlich richtig gecatcht, als ich gesehen habe, ey komm, 150 Euro. Ursprünglich soll der wohl mal 520 Euro gekostet haben. Von daher scheint mir das ein richtiges Schnäppchen zu sein bei 70% Preisdumping. Da habe ich gedacht, okay, bestelle ich den einfach mal. Womit wirbt der Hersteller hier auf der Packung? Auf der Packung wirbt er hier mit super langer Lebensdauer, super klarem Bild, hohe Helligkeit, multiple Anschlüsse und High-Quality-Akustik. Naja, das wage ich mal zu bezweifeln, aber wir gucken uns das Ganze mal an. Auf der anderen Seite haben wir Wi-Fi-Unterstützung 2,4G und 5G, ja, Wi-Fi-Cast und nativ Auflösung von Full HD. So, genug geschwafelt. Erstmal packen wir das Ding nochmal aus. Raus aus der blauen Hülle und rein in das Projektorvergnügen. So, was haben wir hier? Na, so ist blöd. Legen wir ihn mal so rum hin. Als erstes. Das wird er wahrscheinlich nicht sein. Nee, wir haben hier eine Fernbedienung, ein Stromkabel, ein mehr oder weniger geartetes Video für analog zu Klinkekabel und ein mitgeliefertes HDMI-Kabel. Finde ich ganz cool, dass das schon mit dabei ist. Bedienungsanleitung, aber die sparen wir uns. Guckt sowieso keiner rein, probiert doch jeder aus. Und dann, hier, einigermaßen solide verpackt, kann man nicht anders sagen. Da habe ich schon schlechtere Sachen, Verpackungen gesehen, die von AliExpress oder Banggood kommen. Von daher, soweit mit dem Schaumstoff ganz cool. Rechts, links gepolstert und dann haben wir hier den Beamer. Von den Abmessungen her, würde ich sagen, ist er so 30 auf 25 und 10 in der Höhe. Gewichtstechnisch sind wir hier unter 3 Kilo. Wahrscheinlich so 1,2, 1,5 Kilo, würde ich mal so salopp sagen. Und wir haben den ganzen Kollegen hier nochmal in einer schönen Schutzfolie. Und hier oben sogar eine Schutzfolie mit drauf. Optisch haben wir hier einen USB-Anschluss, zwei HDMI. Wir haben auf der linken Seite, wenn man von hinten drauf guckt, auf der Rückseite haben wir den AV-Anschluss, wofür hier dieses coole Kabel da ist, und Kopfhörer-Out. Also falls wir da irgendwie den Ton von dem Gerät nochmal abgreifen müssen, geht das über Kopfhörerausgang auch. Ansonsten schleift man ja bekanntlich eigentlich durch einen AV-Receiver oder so den Ton via HDMI denn ans Endgerät und somit, ja. Ja, das waren die multiplen Anschlüsse beziehen sich hier auf genau 5 Stück. Das ist der nackte Wahnsinn. Hier haben wir die Stromversorgung und hier können wir im wahrsten Sinne des Wortes an der Seite am Rad drehen. Das wird wahrscheinlich zur Justierung und Blende sein. Vorne, ja, einfach noch den Infrarotempfänger und sehr schön. Dahinter, ich würde mal sagen, ganz ordentliches Objektiv. Das sieht für die Größe echt gar nicht schlecht aus. Und der ist sogar höhenverstellbar. Mal gucken, wie weit. Oh, raus. Also, bedingt höhenverstellbar ist das Ding. Ja, als nächstes machen wir jetzt natürlich nochmal einen Bild- und Tontest, würde ich sagen. Also, bis gleich.
So, was schon mal auffällt, dass grundsätzlich das Ding, selbst wenn jetzt hier ordentlich Studiolicht ist, man das Bild immer noch erkennen kann. Und wenn man es ausmacht, hat man wirklich schon einen sehr, sehr leuchtstarken Beamer, finde ich zumindest. Wo man jetzt nicht unbedingt zuziehen müsste, aber das ist jetzt kein vollständig abgedunkelten Raum auch. Und schwuppdiwupp sind wir verbunden mit dem WLAN. Also, wenn ihr hier verbinden wollt, in dem Fall Amazon Prime, per QR-Code, finde ich auch richtig praktisch, dass es das Gerät schon einfach unterstützt, dass man nicht ewig über die mitgelieferte Fernbedienung hier herumtickern muss. Gefällt mir sehr, sehr gut, dass das Ganze schon mit eingebaut ist und man da einfach echt ein Stück weiter gedacht hat und dem Nutzer das, der Nutzerin das entsprechend einfacher machen will, von der Handhabung und Kompatibilität. Meiner Meinung nach klarer Pluspunkt. Sauron darf nicht entkommen. Bringt die Mauer zu Fall, ein für alle Mal. Und jeden Preis. Was ist das, Sauron will? Die sind getäuscht worden. Glaubt mir! Wir sind stärker als er ahnt. Werden ihr kämpft! Wilson. Thanks for coming in. I thank you for the invite, sir. I have to admit, I'm still getting used to the new look. They said to lose the mustache or lose the election. You and I haven't always agreed in the past, but I want to make another run at making Captain America an official military position. And if we disagree on how to manage this situation, then what happens? Work with me, Sam. We'll show the world a better way forward. Sir, your inner circle has been compromised. Either you can't see that, or you don't want to. What if it's a trap? Global power is shifting. You're just a pawn. You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. Das war jetzt erstmal so der Eindruck vom Bild. Ich persönlich bin echt überrascht, weil das Teil ist nicht wahnsinnig groß. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist dabei natürlich schon, dass die Anschlüsse hier an den Seiten sind und nicht auf der Rückseite. Wenn man sich jetzt aber überlegt, das Ganze ist eher für eine Wandhalterung gedacht und sich die entsprechenden Wandhalterungen mal bei AliExpress anguckt, dann wird eine komplette wandnahe Montage in Betracht gezogen und dann wiederum ergibt es natürlich Sinn, die Anschlüsse auf die Rückseite zu packen, an die Seite zu packen und nicht nach hinten, denn er soll ja möglichst flach an die Wand. Was ich cool finde, dass sämtliche Apps hier schon mit drauf sind, die man so im Durchschnitt braucht, ansonsten hier schon der Google Play Store mit dabei ist, sodass man sich da einfach über Android-Basis sich entsprechend die App auch ganz schnell mal nachinstallieren kann. Das finde ich richtig, richtig gut. Und ja, der Ton ist ein bisschen mager, aber dafür das Bild finde ich für den Preis von 150 € auf jeden Fall eine richtig gute Empfehlung und ein echt scharfes Bild. Selbst wenn man jetzt nicht unbedingt verdunkeln will, sondern bei Tageslicht einfach ein bisschen was zeigen will. Für Filme ist das natürlich immer ein bisschen, da die auch mit dunklen Szenen oft zu tun haben und arbeiten, natürlich dann immer ein bisschen ausgeblichen. Aber man kann das trotz allem, wie ich finde, in den Videos, die man jetzt gesehen hat, sehr gut trotzdem noch erkennen. Und das verblüfft mich. Was mich ebenfalls verblüfft und ich mega cool finde, ist,
dass er von der Lautstärke gar nicht lauter wird. Selbst dieser kleine, popelige 2x5 Watt Lautsprecher, so ein kleines Teil ist das bloß, der reicht eigentlich schon aus bei moderater Lautstärke, um den internen Lüfter für die Kühlung einfach zu überspielen. Und das finde ich echt genial. Und deswegen kriegt er auf jeden Fall 5 von 5 Sterne von mir und 2 Daumen. Einfach als Kaufempfehlung, wenn du nicht viel Geld ausgeben willst und einfach für dein Zuhause oder portabel einen kleinen Beamer haben willst, den du jetzt einfach mal mitnehmen kannst, der nicht wahnsinnig teuer war und entsprechend trotzdem richtig gutes Bild macht. Das war's an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.